Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Also, ich bin Dennis Uhle. Das ist Dominik Podobrin. Und wir tippen für euch heute den Bezirksligaspieltag, den 10. Bezirksligaspieltag der Staffel 6. Und erstes Spiel ist Gevelsberg gegen Schwelm. Was sagst du? Ich würde sagen 1-2, also Schwelm gewinnt. Hätte ich auch gesagt. Gevelsberg spielt aber gegen Schwelm 2-2. Nächstes Spiel ist Hagen 11 gegen Lettmate. Ich leg mal vor, trockenes 6-1. Nee, ich sag, es wird noch ein bisschen klarer, 7-0. 7-0 ist hart. Förde gegen Lüdenscheid. Ich glaube, Lüdenscheid hat eine schwache Phase gehabt, wollen sich jetzt wieder fangen. Ich würde schätzen 2-2. Tipps immer irgendwie das, was ich auch tippen will. Ja, da muss ich 3-2 für Förde tippen. Kalthoff gegen Grünbaum. Grünbaum habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm zurzeit. Aber Kalthoff ist wieder am Kommen. Ich würde sagen 3-1 Kalthoff. Grünbaum natürlich stark gestartet. Mit einem Spiel, was nicht gewertet wurde nachher. Deshalb holen sich jetzt die Punkte zurück und gewinnen 2-1 in Kalthoff. Türkienspor gegen VfL Schwerte. In Türkienspor. Ich hoffe natürlich auf einen klaren Sieg für uns, aber ich glaube, es wird ein schweres Spiel. 2-1 für uns. Ja, wird definitiv ein schweres Spiel in Hagen. Ist immer sehr umkämpft und hart. Ich tippe auf ein spätes 1-3. Ethos gegen Gleise KSV. Schönes Derby nochmal direkt wieder für Ethos. Ja, Derbys haben wir heute selber erlebt. Ist hart. Da gehe ich, glaube ich, mit einem 1-0 für Geiseke. Die holen mal wieder 3 Punkte. Ja, Geiseke hält am Trainer fest. Macht sich bezahlt. 2-0 Geiseke. Berchum-Garenfeld gegen Deilinghofen. Letztes Spiel. Ist auch, glaube ich, eine ganz klare Sache. 4-0 Garenfeld. 4-0 würde ich jetzt nicht sagen. 3-1 für Garenfeld. Ja, Hennen hat spielfrei. Keine Punkte für Hennen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.